Hallo, heute möchte ich euch von Dior Skin die Nude Foundation noch einmal etwas genauer vorstellen. Ich mache es wieder so wie beim letzten Mal. Als Vergleichsobjekt dient die Catrice Infinite Matte in der 010 Light Beige. Das ist wie gesagt eine von den neueren Foundations von Dior mit dem schönen Untertitel Nude Skin Glowing Make-up und das ist auch wirklich Programm. Also es ist definitiv kein mattes Finish, sondern ihr habt einen schönen Glow, die Haut sieht einfach frisch und gut durchfeuchtet aus. Ich habe auch das Gefühl, dass sie doch mehr eine pflegende Wirkung hat. Jetzt im Augenblick, wo es aktuell noch so kalt war, hatte ich ja auf jeden Fall Probleme rund um den Mund und so die Wangen, alles etwas trockener. Da hat sie sehr gut gegengesteuert. Nett ist auch der Lichtschutzfaktor 15. Das ist eine Foundation, wo ich definitiv immer noch mal drüber pudere, wobei ich eigentlich bei allen Foundations Puder benutze. Nicht, weil ich das Finish nicht mag. Ich finde, das ist eine der wenigen Foundations, wo mir das Finish, wenn die gesettet ist, auf jeden Fall schon mal sehr gut gefällt. Aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass ich ja doch Mischhaut habe, das heißt, die T-Zone tendiert dann im Laufe des Tages dazu, so ein bisschen vor sich hin zu fetten, finde ich es sozusagen meine Sicherungsvariante. Und deswegen mache ich da eben gerne noch mal eine Runde Puder drüber. Mit der Farbe 010 bin ich auf jeden Fall sehr gut bedient und war echt auch erstaunt, dass das so ein schönes Match ist. Und zwar sieht die so aus, ist auch ein sehr neutraler Ton, wie ich finde. Kippt weder zu stark ins Gelbliche noch ins Rosane ab, sodass sie eigentlich für ziemlich viele Hauttöne passend sein sollte. Das, wie gesagt, ist die Dior-Variante und dann pappe ich euch noch Catrice daneben. Sie hat eine leichte bis mittlere Deckkraft. Ich sehe auf jeden Fall meine Haut noch darunter, kann auch so diverse kleine Sommersprossen, die sich irgendwie bei mir mittlerweile eingefunden haben, sehen. Aber das Ganze sieht trotzdem irgendwie schön ebenmäßig und ausgeglichen aus, die Haut. Man sieht also nicht wirklich geschminkt aus. Ich glaube, das ist das Schöne daran und man hat auch nicht das Gefühl, dass man wirklich geschminkt ist, weil sie eben ganz leicht auf der Haut ist. So, wieder mal ein monstermäßiger Swatch von der Catrice daneben, wo ihr ja schon allein aufgrund der Textur erkennen könnt. Und aufgrund der Farbe, dass sie doch relativ unterschiedlich sind, wie ich finde. Ich finde, dass die Dior Foundation und die Velvet Foundation von Burberry sich dann doch eher ähneln vom Farbton. Finde sie ehrlich gesagt beide auch ein schöneres Match für mich als die Catrice Foundation. So, wie ihr seht, wirkt eben etwas rosa näher. Da wie gesagt die Dior, daneben Catrice. Ich habe mir die Foundation in UK bestellt. Ich glaube, hier kostet sie im Schnitt um die 45 Euro. Bei Feel Unique kam sie 32 Pfund. Und dadurch, dass es dort ständig irgendwelche Rabattaktionen gibt, hat sie mich, glaube ich, keine 28 Pfund gekostet. Also umgerechnet knapp 30 Euro, 31 Euro oder so in dem Dreh. Also von daher würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen, eher in UK zu gucken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ist die Foundation auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die eben vielleicht wirklich eher auch Richtung trockene Gesichtshaut gehen. Wie gesagt, sie gibt auch ein schönes, leicht glowiges Finish, aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie übermäßig glänzend, also so fettschwartenmäßig aussieht, überhaupt gar nicht. Also das kann man einfach nicht vergleichen, sondern es ist halt schon dezent, aber es wirkt einfach frisch und gesund und irgendwie nicht leblos. Das finde ich eigentlich am schönsten daran. Wie gesagt, Deckkraft eher leicht bis mittel. Man kann sie aber definitiv aufbauen. Wenn ihr aber eher darauf steht, dass das wirklich alles so Full Coverage ist, ist das, glaube ich, nichts für euch. Ansonsten würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch die mal anschaut. Dior ist ja relativ gut verbreitet, sprich bei Douglas etc. pp. Kann man sie auf jeden Fall mal ausprobieren. Und das würde ich auch tun. Wie gesagt, eine Empfehlung von mir. Ich hoffe, der Vergleich hat euch ein bisschen was gebracht und wünsche euch dann einen zauberhaften Tag und bis bald. Tschüss!